Leider ist gestern vor allem im Südburgenland, aber auch in anderen Teilen des Burgenlandes wieder ein Unwetter über uns hinweggezogen. Das bedeutet, dass wir in einem Jahr, seit ich jetzt Agrarlandesrätin bin, von Frost, Hagel, Unwetter, Überschwemmungen sehr, sehr vieles erlebt habe. Das Produzieren und das Erzeugen von Lebensmitteln unter freiem Himmel wird immer schwieriger. Daher bin ich sehr stolz, dass ich heute sagen kann, dass wir jetzt wirklich fast alle Gefahren, die von oben kommen, versichert haben. Das Land Burgenland nimmt hier sehr viel Geld in die Hand, jetzt schon über 3 Millionen. Das werden noch mehr sein. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Landesrat Bieler, der das finanziert, aber auch beim Landeshauptmann für die Unterstützung. Aber ich brauche das für die Landwirte, ich brauche das für die Obst- und Winzer, Produzenten und so weiter, damit die weitermachen. Denn jedes Jahr das gleiche Problem zu haben und immer schwerere Schäden zu haben, ohne dass man entschädigt wird, ist unmöglich. Die würden alle aufhören. Das braucht man nicht. Wir brauchen sie im Burgenland. Und daher fordere ich wirklich alle auf, die im gestrigen Abend leider auch an deren Kulturen in der Landwirtschaft beschädigt wurden, dass sie wirklich sich an ihre Hagelversicherung wenden. Wir haben hier einen sehr hohen Versicherungsgrad, fast 90%. Und das bedeutet, ich habe heute schon mit dem Burgenland Zuständigen der Hagelversicherung Österreichs gesprochen und ich habe ihn aufgefordert, dass er schnell mit vielen Sachverständigen schaut, dass er hinausgeht, denn jetzt müssen die Schäden bemessen werden, jetzt müssen die Schäden berechnet werden, damit dann mit den Aufräumarbeiten begonnen werden kann. Und diese über 3 Millionen Euro haben sich ausgezahlt, dass hier die Menschen Entschädigungen zurückkriegen, damit sie nicht in ihrer Existenz bedroht sind.